Hallo, hallo. Halli, hallo. Andrea hier und... Dietmar. Von... Wir, Wir müssen, müssen reden. reden Deinem, Deinem ganz persönlichen Beziehungspodcast. <laughs> ganz, ganz persönlich. Du hast deinen Partner verloren. Ist das persönlich genug? <laughs> ist das persönlich genug? Du bist damit um die Ecke gekommen mit dem Thema und ich finde es super spannend, was da so draus entstanden ist. Ich habe meinen Partner verloren. Wie... wie, wie ist das, bitte schön gemeint. Ähm, da muss ich ein bisschen ausholen, nur ein bisschen, ich erschrecke nicht, dass du den Podcast wegdrückst oder so. Ähm, ich halte uns, ich weiß, dass wir ein paar sind, die, die sehr viel miteinander reden mhm. und sehr viel austauschen und viel kommunizieren. Und trotzdem war es an einem Morgen, ich war unterwegs und habe gedacht, warum fühle ich mich eigentlich gerade so so verloren, so, so alleine. Mhm. Ähm, obwohl du da bist, obwohl wir reden. Und dann habe ich gedacht, so dieses, ja, warum? Weil wir viel über unsere Paare reden, weil wir viel über unsere Kinder reden, viel über das Business reden, viel über die Finanzen reden, viel über Sport reden, alles, was dazu kommt aber mir in dem Augenblick momentan zu wenig über uns und unsere Gefühle oder was es mit mir macht und das war plötzlich so dieses man kann viel reden und trotzdem das Gefühl haben, sich verloren zu haben. Also wir reden viel, aber trotzdem zu wenig. Wann du das so auf den Punkt bringen willst. Oder Nein, wir, reden, wir reden, viel, reden viel, aber über die falschen Sachen oder über die nicht über 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 das, wie es sich anfühlt oder wie ich mich fühle oder so oder wie es dir damit geht. Wir gehen da ganz oder immer mal wieder drüber über Punkte, wo ich sage, stopp an dem Punkt, dürfen wir, mag ich gern, tiefere Gespräche führen. Okay. Mehr dann, miteinander. Okay, finden. dann nehmen wir jetzt mal ganz äh, tatsächlich mal so ein Beispiel dafür. Was natürlich, was vielleicht so der eine oder andere äh, da draußen mitnehmen kann, ist, wenn wir morgens aufstehen oder wenn wir beim Frühstücken sitzen, dann fragen wir uns schon immer: Wie hast du denn geschlafen? Ähm, oder wie geht's dir heute Morgen? Und wir hatten vor zwei Tagen. Ähm, jetzt müsst ihr wissen, dass wir die totalen Nachtskuschler sind. Also es ist jetzt nicht so, dass wir, dass jeder so in, auf seiner Seite liegt oder wir dann irgendwann so auseinander. Oder jeder rutschen, eine eigene Decke. Hat. <laughs> Ganz anderes Thema. Also wir. Hängen, wir krabbeln so die ganze Nacht so hintereinander her und hängen da kleben ziemlich aneinander. Und das sorgt natürlich dafür, das weißt du auch, so Löffelchenstellung, ähm, dass irgendwie immer ein Arm zu viel ist. So und ähm, bei dir nicht, oder was? Also bei, nee. mir, bei mir ist immer ein Arm ist irgendwie. Ich habe eher einen zu wenig. <laughs> ein Arm zu wenig. Okay. Also ich habe immer einen Arm, mit dem weiß ich nicht so recht wohin. Und dann ähm, liegt der da irgendwie so verquer im Bett rum. Also irgendwo muss ich den ja platzieren, dass ich dann auch irgendwie schlafen kann und dann schläft er mir unter Umständen ein. Und vorgestern Nacht bin ich dann irgendwann so aufgewacht so im, oder so halb aufgewacht und mir tat mein linker Arm so weh und mir tat die linke Hand so weh. Äh, linke Hand war eingeschlafen und der Arm tat so weh und es wurde auch irgendwie so über die Nacht nicht besser. Der tat morgens immer noch weh. Und einer der ersten Gedanken. Kennst du so diese Halbschlafgedanken? War, oh mein Gott, der linke Arm. Kriege ich jetzt einen Herzinfarkt? Und es war nicht wirklich im vollen Bewusstsein, aber es ist so, dass es ja irgendwie hängen geblieben ist. Und dann ratterte da die Maschine auch gleich so ein bisschen weiter. Ja, bist ja jetzt über 50 und mhm. da, pff, also, naja, aber Frauen kriegen ja nicht so schnell einen Herzinfarkt, die kriegen ja eigentlich eher Männer. Und, ja, und hast du jetzt wirklich das so einen Stress. Nein, der linke Arm hat er nicht weh. Es ging um meinen linken Arm. Und, und, ja, aber da habe ich so viel Stress, dass ich jetzt Angst haben muss, einen Herzinfarkt zu kriegen. Also all diese Gedanken purzelten da so in meinem Kopf hin und her, während mein Arm da weht hat. Und du hast mich morgens gefragt, wie geht's dir denn? Wie hast du geschlafen? Wie hast du geschlafen? Und dann habe ich kurz eben erzählt von dieser ähm, linker Arm tut weh, Herzinfarkt Nummer. Und dann war es damit auch gut. Und abends dann. Und das war vielleicht auch so ein bisschen der Auslöser mit für, auch mit für diesen Podcast bist du noch mal gekommen und hast dann gesagt hey und übrigens ist das das was du da heute morgen erzählt hast ist es echt was wovor du Angst hast wie geht's dir damit wie geht's dir damit was macht das da, was hat das mit dir gemacht oder hast du wirklich Angst davor einen Herzinfarkt zu kriegen und damit sind wir glaube ich an dem Punkt um den es dir geht wenn es darum geht, wir reden so viel. Du hast mich gefragt, wie habe ich geschlafen und dann haben wir noch irgendwie Blödsinn. Darüber und dann war gemacht, der ganze Tag dazwischen, der immer auch mit Kommunikation richtig, und Reden genau. miteinander zu tun hat. Und trotzdem ist bei mir im Hinterkopf immer so gewesen, hey, wenn deiner Frau sowas passiert und es wäre ein Herzinfarkt und du hättest mich, mir das erzählt auch noch und es wäre wirklich was Schreckliches, es wäre vielleicht unsere letzte Zeit miteinander und ich habe dich nicht mehr gefragt was es mit dir macht, das war so, ich will das, ich will dir das sagen, dass mir das wichtig ist, nicht so, ja, also meine flapsige Antwort war, glaube ich, auch drauf, ach so, ja, nur die linken arm ab, äh, dann tut es nicht. ja, ja Gefahr genau, ja, oder so, oder es war nur der Arm, ach so, ich habe gedacht, jetzt wirklich Herzschmerzen oder so, sondern zu so sagen, ja, ich mag das ernst nehmen, ich mag mich darum kümmern, ich mag, dass du, dass es einen Platz findet, es geht ja nicht darum, das Drama weiter auszubreiten, sondern zu sagen, ja, was es mit mir macht oder auch mit dir macht, zu so sagen, wow, Ich habe eigentlich sonst keine Angst, dich zu verlieren. Mm. Und da ist es war das so kurz und da kann man sich natürlich auch das haben ein paar einige Paare, die sich die so dann so eine Spur Sarkasmus oder Witzigkeit reinbringen, weil sie den ernster Lage da nicht sehen wollen oder weil man nicht oben Du kennst jetzt sterben und so weiter und so fort und sagen, ja, sagen, ja, übertreibst du nicht? Würde, ich würde, ja. Arm wehen oder nein, nein, Gott genau, Gott oder hack dir einfach der Arm ab. Nein, dann ist nicht. <laughs> genau. Aber zu sagen, nein, was passiert denn da? Wie geht's dir? Ich will nicht, dass du neben mir legst und eine Panik schiebst oder Angst hast, weil und ich krieg's ist. nicht mit. Genau. Ich glaube, das ist der Punkt. Ja auch. Also alles, was da drin, ist. alles, was wir jetzt aufgezählt haben. Genau. Und was ich mir so notiert habe, war wirklich ein Verdammt, da ist so viel Alltag. Es ist so viel Alltag in unseren Beziehungen, dass wir, selbst wenn wir gut miteinander verbunden sind, sicher miteinander verbunden sind, was wir wirklich von uns auch behaupten können, trotzdem die Gefahr besteht, uns zu verlieren. Uns ich, dich zu verlieren, du mich zu verlieren, wir uns in unsere Beziehung zu verlieren, zu sagen. Und ich habe trotzdem das Gefühl, ich bin alleine. Ja, aber was reden wir denn? Ja, wir reden darüber, wann die Kinder von der Schule abgeholt werden müssen, wer jetzt wieder irgendwie eine Fahrstunde hat, was für Termine wir nächste Woche, wie wir die miteinander koordinieren und dass die Betten mal wieder frisch bezogen werden müssen. Darüber reden wir, aber wir reden nicht darüber, ich mache mir Sorgen um dich, wenn du solche Gedanken hast oder nachzufragen, wie geht es dir denn wirklich? Und wir haben uns ganz, ganz lange dagegen gewehrt, gegen einen, einen Vorschlag, der von einigen. Beziehungsexperten da draußen auch gemacht wird und ich freue mich immer ein bisschen, ein kleines bisschen mehr mit dem an, nämlich wie so ein Gesprächsdate zu haben. Warum? Weil es uns vielleicht ermöglicht, so wie ich gehe regelmäßig zum Sport, eine Art Disziplin oder Routine. Verpflichtung, ein Commitment, Ritual. ein Ritual einzurichten, uns hinzusetzen und uns ganz bewusst die Zeit für unsere Beziehung zu nehmen. Wenn du die letzten paar Folgen gehört hast, hast du mitbekommen, es geht uns sehr viel darum, unsere Beziehung hat absolute Priorität. Sie ist das Allerwichtigste. Und die müssen wir stärken. Und wenn wir die gestärkt haben, dann kann daraus ganz, ganz viel entstehen. Dann kann auch im Außen ganz viel entstehen. Aber dann fühle ich mich sicher und aufgehoben. Und dann bin ich glücklich und bin innerlich entspannt. Und, und deswegen ist vielleicht so eine, lass uns das Wochenende einläuten oder die Woche beenden am Sonntagabend bei einem Glas Tee, Rotwein, was auch immer du bevorzugst und sagen: Okay, und jetzt quatschen wir mal eine halbe Stunde, eine Viertelstunde einfach tatsächlich über uns. Und nicht über unsere Termine und uns da auch die, unsere Beziehung diese Achtsamkeit, diese Wertschätzung entgegenzubringen. Wir drücken sie in so vielen Bereichen aus, scheinbar, indem wir große Hochzeiten feiern. Wow, es ist uns so wichtig und das, da passt alles. Und, und danach geht es irgendwie verloren in so vielen Bereichen. Ja, wie Eintranken. immer. Halt das die Beziehung hat zu funktionieren und das, da komme ich auch zum Punkt, den wir immer wieder hören und den wir gut kennen. Und wenn du heute zuhörst, kennst du das sicher auch. Ähm, ganz viele Paare haben einen guten Funktioniermodus. Mhm. Die, fun die kommen dann auch und sagen, ja, wir, wir, Team. wir funktionieren gut als Team oder wir mhm. funktionieren gut miteinander. Und es ist natürlich um den Alltag mit den Kindern, mit dem Job, mit allem anderen drumherum zu bewältigen. Sagt aber nichts aus, wie das Innenverhältnis miteinander wirklich ist. Thema Nähe, Verbundenheit, Zärtlichkeit, Zeit, über die Gefühle, über die Emotionen zu reden, wie es mir damit geht, was es mit mir macht und so weiter und so fort. Ja, und ich mag das tatsächlich nochmal so als Gedankenexperiment mit rausgeben. Wie viele Gedanken machst du dir, wenn du. Eine Feierlichkeit, ich nehme jetzt mal in dem Fall eben dieses Hochzeitsfest, planst, wenn ihr euch Gedanken darüber macht, es ist euch so, so wichtig, nach außen zu zeigen und diesen Tag zu etwas ganz Besonderem zu machen. Und dann darf alles passen und dann soll alles passen. Und da wird ganz viel Achtsamkeit draufgelegt, ganz viel Fokus draufgelegt. Und die Frage, die ich da stellen möchte, ist wirklich, und wie viel Fokus legst du auf die, also damit zeigst du, wie wichtig dir das ist, wie wichtig dir diese Liebe ist zu deinem Partner. Und wie viel Fokus legst du nach diesem Hochzeitstag auf deine Beziehung? Wie viele innere Hochzeitsfeiern hast du schon? Ja, und da wir mag haben, jetzt vielleicht dann, der eine oder andere kommen und sagen, mh. ja, aber wir haben ja Alltag und, und dann hör dir den Podcast nochmal von vorne an, hört zu, was Dietmar eben gesagt hat zum Thema. Wir sind so ein gut funktionierendes Team. War das dein Ziel, als du geheiratet hast? Also das ist dein Ziel, dass du mit deiner Partnerin deinem Partner zusammengezogen bist, als du gesagt hast, wir möchten, wir sind ein Paar. Ist das der Hintergrund die hidden Agenda gewesen? Oh, ich suche mir da jetzt jemanden, mit dem Denk ich als Paar gut da kann ich auch eine WG ziehen, Freunde. Also, das ist doch was anderes. Und sich das, glaube ich, wieder bewusst zu machen und dann eben zu wissen ich möchte wissen, wie es dir geht. Und zwar, was es wirklich in dir denkt. Welche Geschichten musst du dir gerade anhören? Was bewegt dich gerade? Und dafür ist vielleicht es wie ein ein Sportabo, ein Fitnessstudiokurs oder wo ich regelmäßig jeden Dienstagabend hingehe, genauso wichtig für meine Beziehung, diesen Raum zu schaffen. Und den hat jeder, wenn er will liegt nicht an der Zeit, muss einfach mal den Fernseher oder das Handy aus der Hand legen. Ja. Ähm, dann ist die Zeit dafür da. Genau, das ist deswegen sowas, was, was ich denke, genau. vielleicht ist das ganz gut so. Und also was wir immer sagen, was ich eine super schöne Frage finde, die ich eben auch erst mit EFT kennengelernt habe, ist dieses Hilf mir, dich besser zu verstehen. Ja. Und und nicht ich hätte mir gewünscht du hättest ein bisschen mehr über dich erzählt <laughs> ja genau äh, sondern dann hätte ich ja gewusst was ich machen ja, genau. soll hilf mir dich besser zu verstehen vielleicht hilft auch dir das wenn du heute halt zuhörst die Frage mal mitzunehmen in deine Ehe in deine Beziehung in dein Miteinander um, und zu gucken wie fühlt sich das für dich an und welche Antwort kriegst du da drauf und wie verändern sich die Gespräche oder wie verändert sich alles miteinander? Genau und ich mag trotzdem jetzt ist mir nochmal wieder was eingefallen dieses weil was passiert nämlich also warum kommen wir auch auf diese Themen äh, mit den jungen Paaren mit den kleinen Kindern wisst ihr was nämlich passiert wenn die Paare zu uns kommen ist dann nehmen sie sich den Raum bei uns nehmen sie sich diesen Raum um über diese Geschichten zu sprechen oder da wird der, dieser Raum geschaffen um diese Gespräche zu führen dann bekommt die Beziehung Priorität. Und das darf sie für dich schon im Alltag bekommen, diese Priorität, über die Gefühle zu sprechen. Und wenn du das schaffst, dann seid ihr in eurer Beziehung schon einen riesengroßen Schritt weiter als ganz, ganz viele andere. Und wenn du das nicht hinbekommst, dann melde dich bei uns, weil wir zeigen dir gerne, wie es geht. Bis. Zum Dann. nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.